Hey, hallo, mein Name ist Dominik, ich bin Produktmanager bei Sportloop und ich kann voller Stolz verkünden, dass wir einen neuen Angebotstyp abdecken können. Unsere Entwickler haben mal wieder hart geschafft und vor allem gezaubert, weil wir haben gemerkt, dass ihr in diesem Bereich eine Lösung braucht. Ich rede von den Blogkursen und für das du überhaupt kannst verstehen, um was es überhaupt geht. Sportloop ist eine Online-Plattform mit integrierter Softwarelösung und wir richten uns an Anbieter aus dem Bereich Sport, Bewegung und Gesundheit. Und die Blogkurse, die wir jetzt neu entwickelt haben, ergänzen eigentlich zwei von den anderen wichtigen Angebotstypen. Aber der Reihe nach. Zuerst haben wir mal die Gruppenkurse, die wir anbieten können. Das ist ein wichtiger Angebotstyp. Jetzt kommen eben neue Blogkurse dazu. Und das Dritte, was auch ganz wichtig immer wieder ist, das sind Privatkurse. Drei Sachen schauen wir mal zusammen an. Als Gruppenkurs verstehen wir zum Beispiel Yoga-Angebote, die immer am Dienstag und am Donnerstag zu oben stattfinden. Oder auch zum Beispiel ein Lauftraining, das immer am Montag über den Mittag und am Freitag zu oben stattfindet. Wichtig ist einfach, dass es wöchentliche Wiederholungen gibt von diesen Terminen, die innerhalb von diesem Angebot stattfinden. Und es können aber auch Ferien und Feiertagen berücksichtigt werden. Das andere, was wichtig ist, ist natürlich, es heisst ja Gruppenangebot und darum muss es auch von einer Gruppe gebucht werden. Du kannst festlegen, wie viele Leute oder wie gross das die Gruppe soll sein. Was wichtig ist für deine Teilnehmer, sie zahlen pro Termin oder sie haben natürlich auch die Möglichkeit, Abos zu lösen. Aber wichtig ist zum Verstehen bei diesem Typ, wenn sie einen Termin kaufen, dann haben sie wirklich Anspruch auf diesen Termin. Das heisst, wenn sie einen Termin buchen, dann haben sie die Möglichkeit, um den Termin fristgerecht zu verschieben oder sie haben auch die Möglichkeit, um den absagen und dann einfach später zu konsumieren. Das funktioniert jetzt eben bei den Blogkursen ein bisschen anders. Weil bei den Blogkursen ist es so, dass es zwar auch eine Gruppe Angebot ist, aber es gibt im Prinzip wie einen festen Start- und einen Endpunkt. Oder man könnte eigentlich auch sagen, es gibt eine feste Anzahl Termine, wo das Angebot umfasst, wo der Blogkurs umfasst. Zum Beispiel kann man sagen, es ist ein Tanzkurs und der ist nach 12-mal Termin, immer am Dienstag zu oben, ist der abgeschlossen und dann ist er fertig. Was wichtig ist zum Verstehen, ist jetzt eben im Unterschied zum Gruppenkurs, dass man als Teilnehmer im Prinzip den ganzen Kurs als Blog bucht. Darum heisst das Ding natürlich auch Blogkurs. Ich weiss, wir sind da sehr originell mit der Namensgebung. Aber wichtig ist, dass wenn er nachher dann einen von diesen Terminen möchte absagen, weil er nicht kommen kann, dann kann er da eben nur absagen und bekommt nicht die Möglichkeit, um später das wieder einzulösen, weil er hat ja bereits alle möglichen Termine, die überhaupt existieren zu diesem Angebot, hat er ja schon bucht. Aus diesem Grund gehen natürlich auch Verschiebungen nicht. Privatkurse funktionieren dann nochmal ein bisschen anders. Privatkurse, wie der Name schon sagt, sind die privat. Das heisst, eine Person bucht nachher dann einen Termin für eine Person. Rein theoretisch gibt es auch die Möglichkeit, dass er das für mehrere Personen könnte buchen und du kannst festlegen, wie viel maximal dort dürfen kommen zu einem Termin. Wir sehen aber schon, dass in der Praxis eigentlich das häufig eingesetzt wird zum Beispiel für Personal Trainings oder für Coachings oder zum Beispiel für Massagen auch. Also in dem Bereich, wo dann wirklich auch nur eine Person tatsächlich an Termin kommt. Was aber ganz wichtig ist, und das ist der grosse Unterschied zu den zwei Sachen, die ich dir vorher erklärt habe, nämlich zu den Gruppenkursen und zu den Blogkursen. Im Unterschied zu diesen beiden Formen hat jetzt bei den Privatkursen der Teilnehmer die Möglichkeit, den Zeitpunkt auszuwählen, wenn der Termin stattfindet. Also er kann sagen, wenn. Und er hat hier auch wieder die Möglichkeit, zum Einzeltermin zu buchen. Oder rein theoretisch gibt es natürlich auch hier auch wieder die Möglichkeit, zum Abonnement anzubieten. Auch wie bei den Gruppenangeboten, und das ist jetzt wieder eine Gemeinsamkeit, wie bei den Gruppenkursen, hat ein Teilnehmer die Möglichkeit, einen Termin abzusagen oder auch zu verschieben. Und wenn er das fristgerecht macht, dann hat er eben die Möglichkeit, sein Guthaben dann später mal einzusetzen. Hey, ich hoffe, ich habe das einigermaßen sinnvoll können erklären, dass du es verstehst. Wenn dich das interessiert, dann melde dich doch bei uns an info@sportloop.ch. Wir schauen das sehr gerne mit dir individuell an. Weil, zum ganz ehrlich sein, ich habe jetzt wirklich nur an der Oberfläche gekratzt, weil inzwischen kann Sportloop wirklich wahnsinnig viel und es kann immer mehr und es ist natürlich völlig unmöglich, das alles in einem kurzen Video zu erklären. Darum melde dich bei uns, wenn dich das interessiert oder stöbere bei uns auf der Webseite um. Wir freuen uns.